So, jetzt habe ich da auch noch, wie ich euch vorhin gesagt habe, so ein mehr heißes Wasser gemacht. Ja, und kann da auch so drüber treiben. Ja. Dann geht das auch weg, weil dieses heiße Wasser löst natürlich sofort das Eis an. Und dann brauche ich nicht so viel Kraft, um das alles rauszuschrubben. Und ihr seht da, so geht es auch weg. Das ist auch relativ effektiv. So, was ganz wichtig ist, ihr dürft euch da damit nicht zu viel Zeit lassen, weil das Gefriergut, das ihr da rausgemacht habt und das, was oben im Kühlschrank noch drin ist, das wird natürlich kaputt, wenn das auftaut. Beziehungsweise, wenn es zu lang draußen ist. Das taut natürlich nicht sofort auf, aber ihr solltet spätestens in 20 Minuten oder in einer halben Stunde fertig sein mit Abtauen. Dann passiert der Ware nichts. Gut, das war es jetzt so. Also ich schab das da jetzt noch runter. Ihr seht, da. Das ist schon eine Weile her. Das ist schon eine Weile her, wo wir das letzte Mal abgetaut haben. Aber ihr seht ja, das geht relativ einfach. Und es gibt jede Menge. Sieht Eisgestein. Ja, okay, gut, das war Kühlschrank abtauen. Ich denke, das ist relativ einfach, das schafft ihr alle auch. Und vielleicht helfen euch die Tipps ein bisschen weiter. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal.